Mobile Media Day 2014 mit Doris Aschenbrenner vom Zentrum für Telematik in Würzburg. Doris, wie verändert denn der digitale Wandel die deutsche Industrie? Ja, momentan schon so ein bisschen, aber wir hoffen, dass es eigentlich noch ein bisschen mehr wird. Das nennt sich Industrie 4.0 und das bedeutet eigentlich, dass die klassische Automatisierungsindustrie zusammen mit der Informations- und Kommunikationstechnologieindustrie sich überlegt, welche tollen Sachen können wir eben auch in der klassischen Industrie umsetzen. Stichwort Smart Factories, Stichwort Cyber Physical Systems. Und das ist ein unglaublich spannender Prozess, wo ich glaube, dass da noch einiges geht. Wo setzt ihr da mit dem Zentrum für Telematik an? Wir haben momentan ein Projekt mit Procter & Gamble in Marktheidenfeld und Reis Robotik in Obernburg. Das nennt sich MeinTelrob, Maintenance and Telematics for Robots. Geht um die Fernwartung von Robotern, also quasi Fernsteuerung von Industrierobotern übers Internet. Und die stellen dann elektrische Zahnbürsten her. Und da kann man eben auch mobile Geräte verwenden, um diese Fernsteuerung oder auch diese Lokalansprache von den Robotern zu machen. Du bist ja auch noch an einem zweiten Stand unterwegs. Was macht denn FabLab? Ja, ein Fab Lab ist ein Fabrication Laboratory. Das Konzept kommt vom MIT und letztendlich heißt es, Leute, die gerne was zusammen bauen wollen oder zusammen eine Werkstatt gerne hätten, sich aber das Equipment nicht leisten können oder nur Teile vom Equipment haben, legen zusammen, haben eine gemeinsame Werkstatt mit mehreren 3D-Druckern, einem Lasercutter und machen dort verschiedene Projekte, die sie in ihrer Freizeit machen, aber auch Rapid Prototyping für Unternehmen. Was macht Würzburg zum idealen Gründungsstandort? Ich denke, wir haben sehr viele coole junge Leute aus der Uni, aus der FH. Wir haben ganz viele Leute, die auch in der Forschung sind und sich dann auch vielleicht irgendwann mal denken, ach, ich glaube, ich mache mal vielleicht was Eigenes. Und ich denke, wir haben auch eine tolle Unterstützungsstruktur hier in Würzburg mit dem IGZ oder mit dem TGZ. Und ich glaube, auch das FabLab wird seinen Teil dazu beitragen. Doris, vielen Dank fürs Interview.